Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der Weiche in 2K20 mit einem kleinen Ballentransport. Wenn euch das Projekt gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder einen Like oder einen Kommentar, was ich denn noch besser machen kann. Klar, ich hätte jetzt natürlich die Ballen auch, also onboard irgendwie packen können. Ich denke, das ist mit der Zange nochmal ein bisschen einfacher als jetzt wie bei Paletten, aber ja, ich möchte auch ein bisschen vorankommen. Deshalb muss ich eben manchmal dann doch in die Außenansicht wechseln, weil ich bin kein erfahrener Traktorfahrer, wie es manche von euch sind, die das Real Life schon alles gemacht haben. Und denen fällt es dann natürlich auch in-game ein bisschen einfacher. Aber ich wollte jetzt mal den Udo noch anrufen. Ja, hallo? Hallo, Udo, Karl hier. Ja. Du hast den Viehtransporter, oder? Den wir uns zusammen gekauft haben. Ja. Kannst du mir da ein paar Kühe kaufen und hochbringen? Wie viele denn? Wie viel gehen denn rein? 9, nee. Einfach mal einen Anhänger voll. 6 Stück. Ja, könnten mehr sein, aber. Pipeline. Jo, also Milchkühe. Mhm. Gut. Ich kenne mich da nicht aus. Hol mir was Gutes. Gut, okay. Gut, danke dir. Jo, tschüss. Tschüss. Na, perfekt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir die da rein machen. Ich denke schon. So, ich probiere das jetzt einfach mal hier onboard. Okay. Okay, kannst du vergessen. Da komme ich ja. Bin ja in 1000 kalten Wintern nicht vorwärts. Den hier noch. 2 lasse ich drauf, die nehme ich dann gleich mit vor, dass die Kühe gleich ein bisschen Futter haben. So viel dazu. Ich glaube, es ist schon deutlich besser für mich, wenn ich das so mache. Und selbst da habe ich ja noch meine Schwierigkeiten. So.
bin gerade total fokussiert. Dass ich ja auch nicht zu viel Blödsinn mache. Sehr gut. Ich kann mal hochgucken aufs Feld, was da los ist. Da ist alles Paletti, würde ich sagen. Oh, nee, das ist doof. Das Problem ist halt, dass da vorne ja noch dieser andere Anhänger drin steht. Und ich darum ja hier wohl kaum, jetzt ist da noch der Zaun, durchfahren kann. So, jetzt aber komm. So. Dann würde ich aber fast sagen, ich lasse den Anhänger hier mal gerade stehen. Steht er zwar nicht so gut, aber... Oh Gott! Das Regenwetter ist halt auch nicht so gut, ne? Oh, da ist er ja schon.
Servus. Moin. Unten steht noch ein Futtermischer drin, aber ich glaube, du musst sowieso hier rechts. Komm mal zurück. Warte, ich mach mal Johnny kurz aus. Jo. War mal zurück. Ups, also. Muss hier rückwärts runter. Ah, ja, das kriegen wir hin. Gerade und einschlagen ein bisschen, ja. Andersrum. Muss nicht in den Stall rein. Fahr nochmal hoch. Ihr zu mir musst her. Ja. Und gerade jetzt. Gut. So. Gut. Was kriegst du denn? Jo. Nö. Hier. Passt so. Gut. Ne, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja. Der sitzt natürlich merkwürdig. Los. Ich sehe die Tiere nicht. Alt S. Hä? Alt S. Ah. Muss hier Tablet hier und dann hier und dann da und dann. Ah. Ja. Oh, Wasser brauche ich auch. Wo kriege ich ein Wasser? Bei mir. Wie bei dir? Ja, bei mir unten. Da ist die Wasserpumpe vom Dorf. Ja, okay. Ja, ich mache jetzt erstmal kurz die Lage rein, dass die was zu futtern haben. Mhm. Und dann, bei dir direkt am Hof oder wo? Ja, unten ist dieser Bach, ja. Ja. Unten ist so eine Betonplatte und da ist so eine Pumpe. Ach so, ja, ja, jetzt weiß ich wieder wo. Okay, aber da brauche ich auch einen Schlauch, oder? Nee. Nicht? Okay. Nee, nee. Gut, dann weiß ich Bescheid. Alles da. Jo. Dann danke ich dir. Hast du schon Stroh? Nee, gell? Nee, ich suche auch Stroh. Okay. Ich glaube, ich bestelle mir was beim Leo. Ja, gut. Achso. Der hat das ja. Soll ich dir den Josken hier lassen, falls du nochmal welche holen musst? Ja, das wäre nett. Kannst du mir mal sagen, wieso ich schon Gras drin habe? Das fressen die von der Weide automatisch. Ah, okay. Na, das ist ja geschickt. Boom. Gut, okay. Dann danke ich dir erstmal. Jo, tschüssi. Wo soll ich ihn hinstellen? Ja, das ist das Problem. Du hast doch hinten noch die Hallen, oder nicht? Den Unterstand da hinten. Ja, da ist aber auch schon voll. Ui. Fährst du vor, machst die Weite zu. Ja. Und dann stelle ich kurz das Wasserfass weg, dann kann er da hin. Achso, ja. Ich kann, ja, doch. Kann ihn sonst auch hier hinstellen, an die Seite, an den Rand hier. Ja, kannst du ja auch machen. Das passt auch. Keiner. Ja, hoffen wir es mal, ne?
Das passt so. Gut, ich bin aber da weg, Karl, ne? Jo, danke dir. Jo, tschüss. Tschü. So, in diesem Sinne vielen Dank auch fürs Zuschauen. Ziemlich viel los hier, muss ich echt sagen. So, jetzt brauche ich die Ballen noch, aber die Kühe werden wir dann morgen versorgen, am Sonntag. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.